Ja, dann haben wir hier schon die nächsten Stapel aufgebaut. Und womit fangen wir an? Der ist so groß, den will ich abarbeiten. Spielwarenmesse Nürnberg. Nürnberger Spielkartenverlag. Ja, Ohanami. Hast du schon gespielt? Wir haben es da erklärt bekommen. Ich habe schon gespielt. Ist ein ganz einfach zu erlernendes Drafting-Spiel, was ich recht cool finde. Du hast Karten auf der Hand von, ich glaube, 1 bis 120. Jede Karte gibt es nur einmal. Und du darfst Karten vor dir ausliegen, maximal 3 nebeneinander. Und wenn du Karten dazulegst, dann müssen die entweder größer sein als alles, was du vorher da liegen hast, oder kleiner. Also du kannst quasi so Karten reinbilden. Und wenn du da jetzt eine 25 und eine 37 liegen hast, dann kannst du an diesem Stapel die 26 nicht mehr anlegen. Also ein bisschen the game, so grob gesagt. Aber nicht kooperativ? Nicht kooperativ. Du baust an deinem eigenen japanischen Garten. In jeder Runde zählen andere Kartenarten. In der ersten Runde zählen nur alle Wasserkarten. In der zweiten Runde zählen alle Wasserkarten und alle Grünpflanzenkarten. In der dritten Runde zählen Wasser und Grünpflanzen und Steine. Aber die Steine wahrscheinlich sehr viel mehr als die Wasserkarten. Richtig, aber die zählen, da sie erst ab der dritten Runde zählen. Also du kannst da verschiedene Taktiken tatsächlich fahren. Du kannst relativ früh auf Stein gehen und hoffen, dass du dann so viel Stein hast, dass das ausgleicht, dass du nicht von Anfang an in den ersten Runden mit Wasser punkten konntest oder so. Finde ich ganz cool gemacht, den Gesamtmechanismus, und ist ein richtig gutes Spiel, um Leuten Drafting beizubringen, weil du musst nicht so fürchterlich viele Entscheidungen treffen. Und dafür finde ich das absolut super. Geht von zwei bis vier Spielern, ist mega schnell erklärt, ist schön klein, also ich kann es echt empfehlen. Ich finde es echt gut. Sehr simpel und sehr gut, ja. Was kannst du zu Go 5 sagen? Auch vom NSV? Zu Go 5 kann ich sagen, dass ich entweder viel zu müde war oder das Spiel irgendwie seltsam ist. Wir haben es gespielt in einer nächtlichen Lass mal alle neue Spiele ausprobieren Runde. Und das war, glaube ich, das Letzte, was wir uns genommen haben. Und es war irgendwie schwierig. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich glaube, ich muss mich da nochmal näher mit beschäftigen. Es war... Okay, es braucht noch ein wenig mehr Ausprobierung, sage ich mal. Ja, also mich hat es so auf den ersten Blick hat's nicht gerissen. Wie gesagt, entweder ich habe da komplett was falsch verstanden oder das Spiel ist eher so medium. Muss jeder für sich entscheiden. Was wir aber mögen, ich zumindest, Knaster, und dann kann man eigentlich direkt noch Knister daneben legen. Genau, Knister, ich weiß nicht, Knaster. Welches das Neuere ist. Das Knaster ist das Neuere. Das Knaster ist neuer als das Knister. Das Knister ist 17, das Knaster ist 18, glaube ich. Mhm. Ich habe bisher das Knister nicht gespielt, ich habe nur das Knaster gespielt. Ich und Knaster auch. Finde ich richtig geil. Knaster finde ich echt super. Knaster ist fies. Also man denkt, ach, das ist kein Problem, da Punkte zu machen. Und mit wie wenig Punkten ich da rausgehe, das ist echt beschämend. Echt? Ja. Okay. Gestern hatte ich mehr als am Wochenende immerhin, aber wirklich viel war das auch nicht. Simpel erklärt, es ist ein Roll and Write, jeder hat ein Tableau vor sich und es wird gewürfelt. Hier sogar so simpel, jeder Wurf zählt wirklich für jeden Spieler. Es gibt zwei Würfel, die Summe, ganz normale W6, die Summe der Würfelaugen muss eingetragen werden. Genau, also irgendwas zwischen 2 und 12 wird eingetragen, ja. Punkt. Irgendwas zwischen 2 und 12 eingetragen oder zumindest bei Knaster anstelle einer Zahl kannst du einen Kreis eintragen. Das muss dann aber auf der entsprechenden Zahl sein. Also wenn ich einmal 12 gewürfelt habe, muss ich 12 eintragen. Wenn ich das zweite Mal eine 12 würfel, könnte ich wieder eine 12 eintragen oder meine letzte 12 einkreisen. Mhm. Das wäre wahrscheinlich die klügere Wahl, denn es geht darum, möglichst viele Kreise zu kriegen. Es ist ein 5x5 Feld, in dem man die Zahlen einträgt, und wenn ich am Ende in einer Zeile, Spalte oder der Diagonale überall nur Kreise um meine Zahlen drum habe, nur dann bekomme ich überhaupt Punkte in diesem Spiel. Und zwar auch nicht abhängig davon, welche Ziffern da eingetragen worden sind, sondern... Abhängig von der Zeile oder der Spalte. Richtig, es gibt Zeilen, die sind mehr wert, Zeilen und Spalten sind mehr wert, die Diagonale ist am meisten wert und dann ist das so ein bisschen... Also es ist echt cool angeordnet. Das Ziel ist es, wenn man eine Spalte oder Zeile vollendet, da irgendwie zum Beispiel ein Drilling drin zu haben oder ein Full House oder am besten sogar eine Straße, denn abhängig davon, was man dann da hat, vielleicht
zwei Pärchen, darf man eine bestimmte Anzahl Kreise zusätzlich einsetzen. Mhm. Also kriegt man dann geschenkt. Ja. Und so muss man dann geschickt setzen, hofft darauf, dass andere Zahlen kommen, will ein bisschen Zahlentheorie rein, was gibt es häufiger, was seltener. Und wir hatten gestern 7-mal die 10. Und ja, die, da haben tatsächlich einen Fünfling auch, in der Reihe. Wir hatten neulich auch ganz oft die 10 und gar nicht so häufig die 7. Ja, also viel, viel zu selten die 7. Also in den vielleicht sind unsere Würfel kaputt. Auf jeden Fall gehört das zu diesen Spielen, die man tatsächlich auch mit beliebig vielen Leuten spielen kann. Ja. Also hier steht drauf 2 bis 12 oder 1 bis 12. Man kann das aber auch mit 35 spielen, wenn jeder tatsächlich seinen Block hat. Denn das ist völlig irrelevant. Ja. Es wird wirklich einmal gewürfelt und alle tragen die gleiche Zahl dann ein. Dann wird wieder gewürfelt und wieder alle tragen die gleiche Zahl ein. Genau. Genau. Und es ist super einfach zu erklären. Ja. Und verstehen. Ja. Aber dann ein vernünftiges Ergebnis ist schwierig und deswegen habt ihr, glaube ich, auch einen hohen Wiederspielwert. Ja, also das ist ein typisches Urlaubsspiel. Ja, und man ist da auch wirklich ein bisschen herausgefordert, dass man das nächste Mal geschickter macht. Ja. Und dass man, also das ist auch ganz schön tricky, welche Zahl trage ich jetzt wo ein, damit ich mir nicht alles verbaue und damit ich noch die Möglichkeit habe, hier noch ein Training zu machen und da noch eine Straße und da noch ein Full House und so. Also, und dann kommen die Zahlen nicht und dann musst du dir halt irgendwas verbauen und dann trägst du irgendwas verkehrt ein und ärgerst dich rundenlang, dass du da das echt richtig blöd gesetzt hast. Also, cooles Spiel, sehr cooles Spiel. Das mit den Kreisen war Knaster und Knister ist ähnlich, nur ohne Kreise. Da sammelt man aber auch möglichst Straßen oder Drillinge oder so weiter in den Spalten und kriegt dann entsprechend Punkte für diese Spalte oder Zeile. Also, am Ende ist es schon sehr ähnlich mit einem kleinen Unterschied. Ja. Und also, ich bin gespannt, ob nächstes Jahr dann Knuster oder Knusper. Oder Knister oder so rauskommt. Knusper. Bei Knister übrigens, sehr niedliche Geschichte, da hat die Dame, die uns das vom Nürnberger Spielkartenverlag gezeigt hat, vor Ort, die hat uns erzählt, dass sie letztes Jahr ein paar Damen Knister beigebracht hat ein paar älteren Damen und die schicken ihr jetzt so ungefähr einmal die Woche oder alle 2 Wochen ihre aktuellen Knisterergebnisse, wenn sie dann in ihrer Damenrunde zusammen geknistert haben. Das finde ich sehr, sehr, sehr zauberhaft. Zusammen geknistert klingt auch sehr zauberhaft. Ja, das ist sehr schön. Ja, das war der Nürnberger Spielkartenverlag mit den Neuheiten von 2019. Also Knister ist vom letzten Jahr, aber der Rest war neu. Beziehungsweise 18. Also manche waren ja was älter oder kommen dieses Jahr. Also ich glaube... Knaster und... Knaster ist 19, nicht 18? Ich glaube, Knaster ist 19. Oder war das 2 Jahre? Also Knister ist nämlich 17. 2019, ja. Genau. Also Knaster und Go5 und Oanami sind 19. Brandneu und Knister ist von 2017. Auch von 2017, die Burgen von Burgund. Das Würfelspiel, das fehlt mir noch. Also ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich kenne natürlich das Große und bin ein riesen Fan davon. Ja. Ich kenne auch das Kartenspiel, leider noch nicht so häufig gespielt, einmal gespielt und ich weiß, dass ich begeistert war, weil es super komplex dafür ist, dass es winzig kleine Kärtchen eigentlich nur hat. Und das ist das Würfelspiel, was wir noch nicht gespielt haben. Ich habe nicht so Gutes davon gehört, also nicht so gut wie von den anderen beiden Varianten. Könnte auch daran liegen, dass es nicht... Ah, doch, es ist auch von Stefan Feld. Ich dachte, es wäre nicht... Aber es ist mit jemand anders zusammen designt. Es ist ein Roll and Write. Also man würfelt und muss Dinge eintragen. Also ich glaube, wenn du es mit den anderen Burgen von Burgund vergleichst, ist es vielleicht nicht so gut. Aber ich glaube, wenn du es mit anderen Roll and Writes vergleichst, ist es extrem gut. Das so habe ich gehört. Das kann sein, ja. Ja. Es sieht auf jeden Fall einfacher aus als die anderen. Was... Ja gut, ein Roll and Ride mal so komplex zu machen wie Bonk von Burgund ist jetzt auch nicht eben so einfach. Nee. Ja, aber wir haben es jetzt. Jetzt haben wir das Trio von Burgund sozusagen komplett. Ja. Müssen wir auch echt auf jeden spielen. Fall. Ja, können wir ein Thema machen. Ein Burgunder-Themenabend. Oder ein Roll and Ride-Themenabend. Ja, die meisten haben wir schon fast alle. Das ist eins der wenigen, was wir nicht gespielt haben. Ein Roll and, nicht Ride, aber ein Roll and... Take oder Collect oder wie auch immer. Eine schöne Kniffelvariante. Eine schöne Kniffelvariante Würfelkönig. Ab 8 Jahren auch sehr simpel eigentlich. Man hat Würfel, darf sie bis zu 3-mal würfeln, rauslegen, neu würfeln und am Ende kann man mit den Ergebnissen Karten aus der Mitte nehmen. Die Ergebnisse sind nicht nur Zahlen, sondern auch farbenabhängig, wobei die Würfel alle 3 Farben aufweisen. Und die Karten, die man sammelt, haben unterschiedliche Bedingungen. Die eine Karte will, dass man Drilling
gewürfelt hat. Die andere will, dass man 4 Symbole und 2 weitere hat oder 6-mal die gleiche 3 Farbe. 3 blaue, 3 grüne. Genau, alles, was man sich vorstellen kann bei 6 Seitern mit 3 Farben. Ja. Manche haben noch Spezialfähigkeit und wenn die gerade gut liegen, das ist eine Auslage, die immer weiter wandert, wenn man Karten nimmt, schiebt man sie weiter und legt neue dazu. Wenn die gut liegen, nämlich an gleichfarbigen Orten, die auch ausliegen, dann kriegt man die noch hinzu und sammelt so extra Punkte. Es ist also nicht nur ein drauf losgewürfelt, sondern tatsächlich auch ein wenig Strategie, was sammle ich oder wann versuche ich was zu kriegen. Ist auf jeden Fall ein schönes Familienspiel. Super und Absacker. Auf jeden Fall, bevor ihr anfangt zu kniffeln, spielt Würfelkönig. Ja. Würfelkönig ist das bessere Spiel. Ja. Fangen wir mit was weniger wenig Kompliziertem an. Also mit etwas sehr Kompliziertem geht's weiter. Food Chain Magnet. Das habe ich schon ewig auf meiner Wunschliste. Ja. Es sieht absichtlich, glaube ich, so aus, als wäre es uralt. Also das ist die offizielle Rückseite. Ja, ein paar Angaben finden sich auf der Seite. Und auch das Material ist minimalistisch 70er Jahre oder 50er gehalten. Ja. Sag mal was dazu, du hast nämlich schon gespielt. Ich habe es schon mehrfach gespielt. Das Spiel ist wirklich was für Leute, die echt Bock haben zu planen und sich Gedanken zu machen. Dieses Spiel verzeiht nichts. Also wenn du da irgendwelche Fehler machst in den ersten Runden, da hast du wirklich hart zu kämpfen. Beim ersten Mal wirst du vermutlich auch mit Pauken und Trompeten echt untergehen. Vor allen Dingen, wenn du mit Leuten spielst, die es schon kennen. Es gibt verschiedene Strategien. Was machst du überhaupt? Also du hast quasi eine Fastfood-Kette und möchtest gerne dein Zeugs an die Kunden bringen. Das geht aber nicht einfach so. Du musst gucken, dass die Kunden überhaupt einen Bedarf haben. Das macht man durch Werbung. Du musst dann auch dafür produzieren und du musst liefern. Und das Ganze wird gesteuert über einen tatsächlich so ein Organigramm, so einen Businessbaum. Du hast immer oben den CEO und der CEO kann 3 Leute unter sich befehligen. Und dann ist das in der ersten Runde ziemlich wahrscheinlich einfach nur die Personaltante, die neue Leute einstellt. Und wahrscheinlich hast du in der ersten Runde schon irgendwie jemanden, der einkaufen fahren kann. Und das war's dann. Und du versuchst halt mehr und mehr Personal entweder dazu zu bekommen oder fortzubilden, damit die tollere Sachen können. Also ganz am Anfang kann dein Personal nur einen Burger bauen und nur eine Pizza bauen und wenn du die entsprechend schulst, dann können sie halt mehr davon und je mehr du machen kannst in einer Runde, desto mehr könntest du theoretisch auch ausliefern. Das geht aber nur, wenn die Werbung entsprechend platziert wurde. Dafür brauchst du entsprechend Werbeleute. Es ist sehr komplex und man spielt leider ganz extrem gegeneinander und das kann richtig böse sein. Also da hast du dann den Nachbarn, der mal eben kurz seine Preise reduziert und dann wirst du deinen Scheiß nicht mehr los, weil die Leute natürlich alle nur bei ihm kaufen und dann stehst du da am Ende der Runde und hast super vorgeplant, aber nein, alle Leute gehen nur zu ihm einkaufen und dann kriegst du halt nichts. Ich finde das Spiel wahnsinnig spannend. Ich würde es jederzeit spielen. Es ist irrsinnig lange. Also so eine Partie dauert locker 3 Stunden. Ja, hier steht für 2 bis 5 Serious Gamers in 2 bis 4 Stunden spielbar. Ja, also ich sag mal so, mit 3 Stunden müsst ihr echt rechnen. Das mit 5 Leuten zu spielen kann teilweise hart sein. Also da, bis du da wieder an der Reihe bist, da kannst du schon zwischendurch nochmal eben kurz die Küche wischen gehen oder so. Also das ist schon wow. Aber ich liebe das Spiel sehr und ich bin sehr, sehr lange drumherum geschlichen, hatte jetzt Blotter gefragt, ob sie uns das irgendwie günstig verkaufen können und haben gesagt, ja, das machen wir und dann habe ich halt auch einfach zugeschlagen. Sehr gut. Ja. Auch komplex, nicht ganz so wie Food Chain Magnet, aber das wird auch schwierig. Eldritch Horror. Auch schon häufig nachgefragt, beziehungsweise nach dem Vorgänger Arkham Horror. Ja. Eldritch Horror, das kooperative Wir kämpfen gegen die großen alten Spiele. Ja. Meistens verliert man, aber das ist gewollt. Also ich meine, ich habe das Spiel schon mal gespielt und nach 10 Minuten war es vorbei, wir waren tot. Echt? Ja, es war einfach
Also es ist ein bisschen Zufall, welche Karten man in welcher Reihenfolge zieht. Es gibt ja verschiedene Aufbaumöglichkeiten. Welcher große Alte wird bekämpft? Was muss man dafür erreichen, damit er überhaupt erscheint? Damit man ihn bekämpfen kann, damit man gewinnt. Und wir haben ihn nicht mal gesehen und wir sind von ihm quasi getötet worden. Ja. Wer Arkham Horror kennt, Eldritch Horror ist quasi die entschlackte Version. Deswegen haben wir auch Eldritch hier und nicht Arkham, weil Arkham dauert teilweise 8 Stunden und das ist bei uns in den Öffnungszeiten echt so eine Sache. Ja, hier steht jetzt 2 bis 4 Stunden drauf, das ist auch realistisch, wenn man weit kommt oder nach 10 Minuten stirbt, dann natürlich nicht. Aber es ist ein schönes kooperatives Spiel, wer die Fantasy Flight Spiele kennt, weiß, Material top, schöne Grafiken, wenn man den Stil mag. Schön mit Karten in aller verschiedenster Größe und Art. Also man rüstet sich mit Gegenständen aus. Ich glaube, Zaubersprüche kann man finden. Und es gibt Leben und, wie heißt die? Also physische und Madness. Den zwei Lebensbalken, an denen man zugrunde gehen kann. Eventuell wird einer verrückt und spielt dann bei den Bösen mit. Also typisches, ich sag mal, Cthulhu-thematisches, kooperatives Spiel. Bisschen 1 bis 8 Spieler. 1 bis 8 Spieler, kooperativ. Ja. Ja, eigentlich schon ein Klassiker. Ja. Wo haben wir es her? Der liebe Erklärpär, das ist der Erklärbär. Dann gibt es noch den Erklärpär, der hat einen Blog. Und der wohnt hier in Hamburg, ab und zu mistet der mal aus und der fragt uns dann auch ganz gerne mal, ob wir vielleicht was von ihm haben wollen, was er jetzt gerade so ausmistet. Und das war halt eins der Sachen, von denen er sich jetzt getrennt hat und da habe ich natürlich gleich hier geschrien, weil das bei uns schon ewig lange auf der Müssen-wir-eigentlich-mal-haben-Liste stehen. Das nächste ist auch von ihm? Das nächste ist auch von ihm, genau. Das ist das Spiel, wo alle Leute nicht wissen, wie man es spricht. Wie meinst du das? Wann du welches Wort benutzt. Betrayal, Betrayal at House. House on the Hill. Ja. Und ganz viele sagen Betrayal on, off the house, at the hill oder was auch immer. Also es ist ganz lustig. Nennen wir es Betrayal. Genau, wir nennen es einfach Betrayal. Das reicht Betrayal eigentlich. ist thematisch ähnlich wie Eldritch Horror. Eldritch Horror ist also eine Horror-Thematik, was man vielleicht auch erkennt am Cover. Keine Cthulhu-Lizenz. Ist auch ein bisschen anders. Hier spielt man anfangs noch kooperativ, erkundet eine Villa, ein House on the Hill. Und der Clou ist, irgendwann durch einen bestimmten Mechanismus getriggert, passiert etwas. Was passiert und wen es trifft, ist halt abhängig davon, was für ein Szenario man am Anfang quasi ausgewählt hat. Und plötzlich gibt es halt den Betrayer, einen Verräter. Derjenige, der dieses Ereignis ausgelöst hat, wird eventuell oder sehr wahrscheinlich zum Gegner der anderen. Ich habe es 2-mal gespielt bisher, glaube ich. Das eine Mal musste ich die anderen töten. Plötzlich. Sie mussten mich töten, um zu gewinnen. Und es war ganz schön fies. Ich habe Fähigkeiten bekommen, die es den anderen sehr schwer gemacht haben, mich zu erwischen. Muss ja auch sein, weil ich war plötzlich gegen 4 andere Mitspieler alleine. Das andere Mal war zum Beispiel, also es gibt echt viele, viele verschiedene Versionen, die passieren können, deswegen ist es jetzt kein wirklicher Spoiler, wurde zu einem Vampir und hat sich jede zweite Runde in jede Menge kleine Fledermäuse verwandelt. Okay. Und war dann ganz auf dem Spielbrett verteilt. Okay. Und dann wieder eine große, starke Figur, dann wieder viele kleine und sie mussten dann halt irgendwie damit klarkommen. Okay. Sehr witzig, modularer Spielaufbau, also die Villa wird jedes Mal neu aufgebaut, kleine Teile, die immer dazukommen, sodass du dich auch nicht auf irgendwie einen Plan einstellen kannst. Verschiedene Ebenen, die dann durch Treppen und irgendwelche Schächte dargestellt werden, machen es sehr spannend und interessant, sich dadurch diese Villa zu bewegen und sie zum eigenen Nutzen auszukundschaften. Es ist so mit so einem Heftchen. Also wenn ich jetzt der Böse werde, dann kriege ich so ein Heft und da stehen dann Dinge drin, die anderen nicht unbedingt alle wissen. Das ist sehr cool gemacht. Ja. Das Ganze ist in Englisch. Ihr müsst also Englisch können, um das zu spielen. Soweit ich weiß, existiert das Spiel nicht auf Deutsch. Weiß es nicht. Ich meine, es wäre mal echt? Im Gespräch gewesen, wenn nicht sogar. Wenn, dann ist es, glaube ich, out of print. Aber keine Ahnung. Es war auf jeden Fall im Englisch sehr lange nicht zu erhalten. Vielleicht war es auch immer nur ein Mythos, dass es endlich mal auf Deutsch kommen soll. Wir sind auf jeden Fall froh, dass wir es überhaupt auf Englisch haben. Genau, aber es ist, ich glaube, letztes Jahr, Ende 2018, ist die Legacy-Version erschienen. Können wir hier natürlich von nicht. Von Betrayed House on the Hill, aber die haben wir hier natürlich nicht. Soll aber ganz gut sein. Also, falls ihr das bei uns mal spielt und euch darin verliebt, die Legacy-Version soll ziemlich klasse sein. Ja. Ja.
Ja, das war's mit diesem Stapel. Ach nee, guck mal, hier haben wir. Ja, da haben wir noch einen Stapel. Ja, hier haben wir noch Kleinkram. Kobayakawa war ein Spiel, was gerade günstig irgendwo online war und mein Warenkorb war noch nicht voll genug und dann haben wir das da reingepackt. Ist sehr, ja, das hat einen ziemlich coolen Kniff, aber es ist sehr minimalistisch. 14 also Karten und ein paar Tokens. Kaum was drin, genau. Ja, ein paar Karten, ein paar Token und das Spiel ist knifflig. Haben wir schon getestet. Und ja, das ist schon ein bisschen Hirnverzwirbler. Also so dieses Spiel, wo du so denkst, so, wenn er jetzt das macht, dann könnte ich das machen. Aber vielleicht macht er das ja nicht, sondern er macht das. Und wer macht denn jetzt dieses? Und also so dieses. Es geht um Werte auf Zahlen. Und am Ende der Runde gewinnt der mit dem besten Wert. Allerdings kriegt der, der den niedrigsten Wert hat, noch einen extra Wert draufgerechnet. Der in der Mitte liegt, den man aber auch verändern kann. Genau, also es ist wirklich ein minimalste Regeln, aber sehr, sehr viele Entscheidungen, die man treffen muss oder Bluff-Varianten, die man ausspielen kann. Ja. Ich schmeiße eine Karte ab, dann denkt ihr, ich habe bestimmt eine höhere. Ja. Ich bluffe aber, weil ich möchte gleich die niedrigste haben, weil in der Mitte eine schön hohe dazugerechnet wird. Ja, und dann funktioniert das nicht, weil irgendjemand was Kleines in die Mitte legt. Hinzu kommt noch, dass man bei der Ausschüttung der Preise am Ende auch einfach aussteigen kann. Ja. Ich spiele nicht mit, ich glaube, ich gewinne nicht. Ja. Dann setzt man seine Münze nicht ein. Wenn man die Münzen aber einsetzt, werden sie eventuell von den anderen gewonnen. Wenn man nicht einsetzt, kann man nicht gewinnen. Also man muss immer abwägen, jetzt muss ich mitmachen, sonst bin ich eh raus aus dem Spiel. Ja. Sehr schnell gespielt, sehr viel härter, sage ich mal, als man dachte am Anfang. Und wir haben jetzt gerade auch festgestellt, es gibt eine Version von Oinkgames. Ja, in einer süßeren, noch kleineren Box. Noch, ja. Also auch fast angemessener, weil dieses hier ist fast leer, da ist ja echt nicht viel drin. Das sind 14 Karten, glaube ich, oder 15. Ja, dann haben wir hier Mosquitos. Das ist vom Sphinx Spieleverlag. Und das hat uns der Autor neulich vorbeigebracht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, Stefan Bürger, Christopher Mann sind die Autoren. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, wir haben es leider auch noch nicht gespielt. Aber das ist, ich sag's auch ungefähr alle 2 Tage, ne? Wir müssen dringend Moskitos austesten. Es sieht auf jeden Fall ganz witzig aus. Es ist ein, du musst wohl auch schlagen. Also es ist halt so eine Art Reaktionsspiel, wenn ich das richtig sehe. Und theoretisch gibt es auch eine kooperative Variante. Also wir sollten uns das dringend mal angucken. Moskitos. Dann haben wir Randomize. Das ist von dem Verlag Gamely Games. Die hatten uns ja neulich schon, wie hieß das andere Ding? Wo du nicht weißt, wer du bist. Wo ich nicht weiß, wer ich bin? Ja, wir wissen alle nicht, wer du bist. Dieser eine, der nicht weiß, wer man ist. Also wo du Gesten machen musst, weißt du noch? Auch so ein kleines Spiel, du musst Gesten machen und du alle wissen, was für eine Geste war und einer weiß es nicht. Und wir hatten im Video hatten wir die Thematik Geografie-Schulstunde, also Schulfach Geografie, du erinnerst dich nicht? Nee. Whatever, egal. Auf jeden Fall, Randomize, auch so ein kleines Partyspiel und zwar sollst du hier etwas darstellen. Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, was darzustellen. Zum einen pantomimisch, zum anderen beschreibend, also du sprichst halt, was du bist und zum dritten malend. Und da gibt es auf so einer Karte zum Beispiel Biber, Affe, Pirat oder wenn du es schwerer haben willst, außerirdischer Rentier, Vogelscheuche. Und ich gehe mal davon aus, dass man in Teams spielt und dann halt guckt, dass man möglichst viele Sachen errät. Also es ist so eine Art Tabu? Ja, nee, nicht Tabu, weil du ja nicht irgendwelche Sachen nicht sagen darfst, sondern du machst halt entweder Pantomime oder Zeichnen. Activity. Oder ja, genau, sowas in der Richtung. Ein Miniatur-Activity für den Urlaub sozusagen. Ja, dann haben wir hier noch Götterdämmerung. Das ist von Amigo, das ist 2018. Und auch das haben wir leider noch nicht gespielt. Hat es hier schon jemand gespielt? Nee. Es ist für sehr große Gruppen geeignet. Also ab 7 Spieler für bis zu 15 Spieler. Ja. Ist aber relativ komplex. Mhm. Und
Bisher hat sich noch kein Gast dran getraut, sich das selbst anzueignen. Und wir sind noch gar nicht, leider nicht dazu gekommen. Wir sind auch echt super selten 7 Leute hier, ja, also von unserem Personal, das dann mal kurz zu testen. Das ist echt ein Problem. Es ist auf jeden Fall eine sehr viel komplexere Variante von zum Beispiel Werwolf, also diesen Social Deduction Games, wo man verdeckte Rollen bekommt. Ja. Soll aber super, super gut sein und wir hoffen, dass sich demnächst mal eine Gruppe da rantraut und das mal ausprobiert. Götterdämmerung, falls ihr dieses Video seht, probiert es mal aus. Ja, und dann hat man uns gesagt, das ist ein super Spiel. Man sagt, es verkauft sich gut. Genau. Und dann hast du es auch gekauft. Der liebe Ingolf aus dem Atlantis sagte hier Red Light. Das ist tatsächlich ein Spiel von Pornhub. Und wenn ihr noch keine 18 seid, dann... Finger weg. Dann jetzt mal kurz die nächste Minute nicht zuhören. Das ist tatsächlich irgendwie so ein Pornospiel. Soll so ein bisschen funktionieren, so eine Art Munchkin. Also man legt halt Karten hin und die bedingen dann wieder andere Sachen. Da steht dann halt drauf, was wem wie passiert. 2 bis 6 Spieler. Die ganze Geschichte dauert tatsächlich unglaubliche 50 Minuten. Und die Karten sind interessant. Es gibt Bilder, ja. Es gibt Bilder, gezeichnete Bilder, sollte man dazu sagen. Ja. Alle mit Porno-Thematik. Ja, das war Red Light von Pornhub. Ja, und What Do You Mean? Das ist die englische Variante. Huch hat es jetzt gerade übersetzt. Wird auf Deutsch kommen. Genau. Wir haben es schon gesehen in Nürnberg auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon erhältlich bestimmt ist. Bestimmt Ende März, wie sie alles auf Nürnberg versuchen, sie alles sein. Ende März fertig zu kriegen, weil da dann in Duisburg eine neue Spielemesse ist. Ja, also das, wir haben uns die deutsche Version nur kurz angeguckt. Die von Hoch, die Version sah aber sehr gut aus. Ich glaube, die haben da echt cool übersetzt. What Do You Mean ist relativ simpel. Das ist so eine ähnliche Geschichte wie jetzt zum Beispiel bei Cards Against Humanity. Man hat irgendwie ein Foto, zum Beispiel dieses hier, und alle Mitspieler dürfen jetzt reihum eine Karte aus ihrer Hand legen, von der sie glauben, dass das am besten zu diesem Foto passt oder am lustigsten ist oder wie auch immer. Und dann gibt es halt einen Schiedsrichter und der sagt halt, okay, das war jetzt das Lustigste. Willst du mal was vorlesen? Komm, wir lesen einfach mal die was sind vor. Alle etwas. When the newest member of the squad starts roasting you sooner than expected. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das passend ist, ne? When you are at a party and see your side chick strike up a conversation with your main chick. Okay, ja, whatever. Passt jetzt alles nicht so gut. Wir können ja mal ein anderes Foto holen. Typischer Vorführeffekt. Ja, guck mal, aber hier sind auch echt komische Fotos dabei, ne? Damit man wahrscheinlich eine ordentliche Auswahl hat. Ich glaube, die Leute von Hoch haben auch das redaktionell überarbeitet. Das heißt, die Meme-Karten, die wir gesehen haben, die waren auch eher so tatsächlich auf den deutsch-europäischen... Es gab auf jeden Fall unter anderem auch Bilder zum Beispiel von Angela Merkel. Ja, richtig. Ja, hier... steht auf jeden Fall auch ein Adult Party Game, also es richtet sich auf jeden Fall auch an Ältere. Ja. Wahrscheinlich wegen den ganzen Interpretationen, die man da rein sich ausdenken kann. Ja, also das auf jeden Fall die englische Version, die haben wir jetzt schon da, und die deutsche Version, wenn sie dann bei Hoch erschienen ist, denke ich mal, haben wir sie auch bald da. Ja, und dann haben wir aus Nürnberg mitgenommen Teamwords, das ist vom Moses Verlag. Weißt du noch, wie es geht? Man würfelt Buchstaben. Und die muss man in eine Reihenfolge bringen, eintragen? Du musst als Team gucken, dass beide zu diesem Buchstaben ein Wort finden. Es gibt also Kategorien. Jeder hat einen eigenen Würfel. Und du musst dir die Würfel so nehmen, dass du davon ausgehst, dass auch dein Teampartner noch ein Wort findet. Ja, genau. Ja, man sagt, man einigt sich auf eine Kategorie. Richtig. Muss abschätzen, der andere weiß auch viele Wörter, so wie ich, aber andere als ich. Jetzt ganz blöd Tiere. Und dann nehme ich das T aus der Mitte, sagt Tiger. Er nimmt das G aus der Mitte, sagt Giraffe. Ja, und das ist wir natürlich dann richtig, die super einfache Geschichte, ja, die ihr jetzt hier gerade erzählt. Natürlich, ne? Wir wollen es nicht zu kompliziert machen. Ja. Und dann geht es darum, dass man das richtig abschätzt, was man da zusammenkriegt.
Genau, also ein Team-Wortspiel, was wir auch echt spannend fanden. Und da wir hier ganz häufig große Gruppen haben, war das ganz cool. Ja, da steht 2 bis 10 Spieler. Ich denke mal, man könnte theoretisch wahrscheinlich auch noch mit 12 oder so spielen. Aber ja, ich glaube, 10 ist schon ganz gut. Viel mehr passen auch gar nicht an so einen Tisch ran. Genau. Okay, das war das. Ja, wir haben hier schon die nächsten Spiele wieder hergeholt, heimlich. Und wir fangen mal an mit Rise to Nobility. Ja. Ein Brocken. Ein Brocken, sowohl denkerisch als auch vom Gewicht her. Es ist bis oben hin prall gefüllt. Es ist auch ein Spiel, das mit 6 Spielern spielbar ist. Für jeden Spieler. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Für jeden Spieler sind eine Menge Würfel und eine Menge Figuren drin. Es ist nämlich ein Dice Placement Game. Also über mehrere Runden hinweg setzt man seine Würfel ein. Je nach Wert kriegt man andere Aktionen damit ausgelöst. Und was ich sehr schön finde, man baut diverse Gebäude an Aktionen dran, macht dadurch die Aktion für den Nutzer stärker, wird aber belohnt immer, wenn ein Mitspieler dein Gebäude nutzt. So, dass sich das Spiel auf jeden Fall sehr simpel immer weiter aufbaut und man kriegt immer stärkere Aktionen raus, aber jeder hat was davon. Wunderschöne Grafik. The Miko hat hier mal wieder illustriert. Ja, ich finde, es ist seine beste Arbeit. Also im Vergleich zu Räuber der Nordsee oder Architekten des Westfrankenreichs. Das ist gar nicht. War das auch The Miko? Das war The Miko, ja. Ach so, okay. Hat er hier sich auf klassische Fantasy-Völker konzentriert. Mit Elfen, Zwerge, Hobbits, also Halblinge. Aber auf den Illustrationen sind immer Familien. Ja. Abgebildet, dass sie immer sehr, sehr süß in Szene gesetzt sind. Ja. Teilweise gucken sie einem aus einem Whirlpool an oder so. Ich mag sie sehr, die Bilder. Diese Familie muss man unterbringen. Man baut sein Dorf immer weiter aus, man muss Gebäude bauen, man muss die Familien anlocken. Dann gibt es am Ende extra Aktionen, die man machen kann, aber nur, wenn ich auch wirklich eine Ork-Familie in meiner Stadt wohnen habe. Also eine Menge Strategieoptionen. Es gibt fortgeschrittene Varianten, es gibt extra Versionen für 2 Spieler, was man da noch mit reintun kann, Auftragskarten. Also schon in der Grundversion kein leichtes Spiel, schon ein auf jeden Fall Kennerspiel. Und wenn man es dann mit allen optionalen Sachen macht, wird es auf jeden Fall, würde ich sagen, Expertenspiel. Ja. Wir haben es kennengelernt auf dem Patreon-Wochenende bei Hunter und Kron letztes Mal. Ich kannte schon früher. Ach so, echt? Aber du hast es da kennengelernt, ja. Ach, du hast es vorher schon gespielt? Ich habe schon fast ein halbes Jahr, mehr als ein halbes Jahr vorher gespielt. Ach so, das hat sich nicht so angefühlt. Ja, es war ein Kickstarter. Es war ein Kickstarter. Wieso? Ich habe euch doch total abgezogen, oder nicht? Aber du hast bei der Erklärung nicht mitgeholfen. Weil ich damals nicht die Erklärung gelesen habe, sondern es auch nur erklärt bekommen habe. So, so. Darum habe ich geholfen. Es war ein Kickstarter-Spiel. Entsprechend gab es damals nur eine Kickstarter-Variante, aber letztes Jahr in Essen konnte man es dann auch quasi offiziell im Retail kaufen. Bisher aber nur auf Englisch. Das ist auch Englisch. Das ist auch Englisch, ja. Im Spiel ist kaum englischer Text. Wenig. So wenig. Echt wenig. Und wenn man es einmal kann, dann wird es immer intuitiver. Ein typisches Eurogame quasi. Es war jetzt gerade im Angebot bei einem Online-Händler und da habe ich es mir dann mal eben schnell geschossen, weil das echt ein sehr gutes Angebot war. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe, irgendwie 25 Euro oder so. Also es war echt wenig, super günstig auf jeden Fall. Es ist die normale Retail-Edition. Ja. Also wer hofft, dass es jetzt die Ultra Kickstarter-Version mit dem Supermaterial ist, den müssen wir leider enttäuschen. Nö, aber für uns reicht das ja. Spielbar ist es genauso. Ja. Genau. So, das war Rise to Nobility, ebenfalls auf Englisch, ist Meeple Circus. Und warum ist es auf Englisch? Weil es irgendwie permanent out of print ist. Und ich es nicht geschafft habe, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein, um die deutsche Version zu bekommen. Die deutsche Version hat zum einen ein Jahr gebraucht. Ja. Im Vergleich zur englischen Version, um überhaupt zu erscheinen und war dann immer sofort ausverkauft. Also haben wir dann irgendwann gesagt, jetzt ist uns auch egal, jetzt nehmen wir es auf Englisch, da ist auch ganz wenig super Text. Wenig Text bei. Und die App gibt es auf Deutsch, wobei ich glaube, da wird gar nicht gesprochen. Nee. Die macht hauptsächlich Musik und Applaus. Ist auf jeden Fall ein super, super cooles Geschicklichkeitsspiel. Aber auch mit ein bisschen Taktik dabei. Ja, ein bisschen Taktik ist auf jeden Fall drin, aber auf jeden Fall, der Hauptmechanismus ist schon Geschicklichkeit. Ja. Also wenn du super ungeschickt bist, dann kannst du da auch nichts werden. Es ist das Spiel, das eigentlich die meisten Brettspieler schon immer spielen, ohne es zu wissen. Wenn man nämlich seine kleinen Holzmiepel hat und die einfach aufeinander stapelt, während man
gerade nichts anderes zu tun hat. Ja. Hier ist es deine Aufgabe, diese Meeple zu stapeln, meistens unter Zeitdruck, und es gibt Punkte, je nachdem, welche Meeple-Form, Farbe wo ist und ob das Pferd jetzt 3 oder 4 Meeple trägt. Mhm. Es ist super cool gemacht. Ich mag es sehr. Ich mag eigentlich nicht so diese Dexterity-Games, aber irgendwie mir liegt das. Ich habe wahrscheinlich schon, weil ich auch schon immer diese kleinen Dinger wie blöd stapel, wann immer es geht. Und das macht sich dann hier von alleine. Ja. Wird hier auf jeden Fall regelmäßig gespielt. Man hört es auch immer, weil die Leute dann halt die App laufen. Ja, genau. Und das kriegst du den ganzen Tag nicht aus dem Kopf raus. Genau. Aber blöderweise ist das wirklich, also man muss diese Musik nebenbei laufen haben, weil diese Musik unter anderem auch bedingt, wie lange du bauen darfst. Und da ist so der ein oder andere Tusch verbaut. In späteren Phasen muss man noch auf bestimmte Sachen achten, wenn es scheppert, dann musst du aufstehen und dich verbeugen, oder wenn Applaus kommt, oder du musst eine Geschichte zu deinen Artisten erzählen, das war auch witzig. Ja, es ist auf jeden Fall ein großartiges Spiel, wir können das wärmstens empfehlen, Meeple Circus. So, jetzt mal auf deiner Seite, ach, das kennst du ja auch nicht, ne? Das jetzt nicht, das aber. Das ja, machen. Ja, eine Neuheit aus Nürnberg, ist sie schon zu kaufen? Ja, ich glaube schon, okay. Ja. Second Chance, ein Uwe Rosenberg-Spiel, hier bei der Edition Spielwiese erschienen. Es ist ein Flip and Fill, kann man nicht anders sagen. Man deckt Karten um, da sind, Tetris-artige Formen abgebildet und die muss man sieht es auch sogar schon auf der Vorderseite der Box, muss man einzeichnen irgendwo. Jeder hat sein eigenes Tableau, man zeichnet es ein und es geht darum, möglichst lange im Spiel zu bleiben. Und möglichst wenig freie Felder am Ende zu haben. Jeder Spieler hat eine gleich große Fläche zur Verfügung und muss Sachen einzeichnen. Man startet mit einer unterschiedlichen Startform im Feld, damit nicht alle exakt das Gleiche bauen können. Es geht darum, möglichst lange im Spiel zu sein. Wenn ich irgendwann mal nichts einzeichnen kann, weil ich keinen Platz mehr habe, kriege ich meine Second Chance. Es werden nochmal für mich extra Karten aufgedeckt, die ich versuchen kann zu verbauen. Wenn ich die nicht wahrnehmen kann, die Second Chance, dann war es das für mich. Ich bin raus, die anderen spielen ohne mich weiter. Und wer als letztes drin ist oder im Zweifel die wenigsten leeren Felder hat, gewinnt das Spiel. Ja. Sehr simpel zu erklären. Ihr wisst jetzt genau, was du musst. Schöne Aber, Absacke auf jeden Fall. Ich habe gnadenlos versagt. Ich schreibe es den Karten zu. Ja, mit meiner Second Chance war auch einfach richtig blöd. Ja, aber es ist ein schönes Spiel, super kurz spielbar, 10 bis 15 Minuten, 1 bis 6 Spieler. Der wird hier sehr gerne, also wir haben es ja erst seit 2 Wochen hier stehen, aber wird jetzt schon sehr gerne so als Wartespiel. Oh, wir warten noch auf die dritte Person, lassen mal schnell eine Runde Second Chance. Ja, ist auf jeden Fall super cool. Super cool. Ja, und dann haben wir Doppelt so clever, das ist der Nachfolger von Ganz schön clever. Ganz schön clever war ja nominiert als Kennerspiel des Jahres. Dann ist das ein Expertenspiel. Zu Recht. Ja, das geht jetzt eher so in Richtung Expertenspiel. Ich habe gehört, man kann unter anderem in diesem Spiel, soll man 500 Punkte erreichen das können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin jedes Mal froh, wenn ich über 200 Punkte komme. Es ist so hart. Wer Ganz schön clever kennt, weiß sofort, wie das Grundspielprinzip hier abläuft, mit ein paar Extras, es gibt neue Farbwürfel und neue Arten, die Karten, die Zahlen einzutragen, und die sind richtig heftig. Teilweise muss man Minuspunkte eintragen und sich an bestimmte Sachen halten, die unglaublich schwer sind. Ich habe es als App, das ist die erste App, die ich tatsächlich bezahlt habe, weil ich es großartig finde. Ich spiele noch 1 Stunde, 2 Stunden später, merke ich, verdammt, ich hätte längst ins Bett gemusst. Naja, also es fesselt einen tatsächlich. Ich finde es großartig für ein Roll and Ride. Es ist unglaublich komplex und schwierig. Ich habe da auch noch nicht verstanden, wie man da am besten vorgeht. Und ein Kollege von uns hat uns letztens sehr stolz in unsere WhatsApp-Gruppe einen 310-Punkte-Score gepostet. Ja. Und wir haben ihn auch sehr gefeiert. Ja. Ja. Also wenn ihr da mal die 300 knackt, könnt ihr es gerne Bescheid sagen. Das ist hier durchaus was wert. Ich habe auf Twitter auch schon irgendwas mit 400 Hasse nicht gesehen. Unglaublich. Ja.
Keine es Ahnung, ist noch ein Würfelspiel. Ab und zu ist das Würfelergebnis tatsächlich, ja, kann nicht richtig reinreiten, aber du hast so viele Optionen, dass man am Ende nicht nur den Würfeln irgendeine Schuld zuschreiben, ja, kann. Man hat übrigens sehr viel taktische Optionen. Auch wieder von Wolfgang Warschen. Ich bin sehr gespannt, ob er da noch mehr in petto hat. Und dreimal so clever. So clever geht gar nicht. Clever mehr. Hoch 3 heißt es. Clever bestimmt. Hoch 3 ist auch, ja, sehr schön, ja. Alles klar. Also, ich, ja, bin sehr gespannt. Das gefällt mir gut. Ich hoffe, dass da noch mehr kommt. Ja. So, ihr Lieben, heute mal was ganz Neues. Wir haben schon geöffnet und wir sind nicht fertig geworden mit diesem Video. Also insofern gibt es Hintergrundgeräusche. Dann könnt ihr auch schon mal hören, ja, wie das bei uns so im Würfel und Zucker teilweise... Der letzte Part jetzt mit in der Special Edition. Mit Hintergrundgeräuschen, genau. Live sozusagen. Genau. So, ja, wir machen weiter mit Schmidtspieler. Wir haben uns die Erweiterung zu Quacksalber von Quedlinburg geholt. Die war in Nürnberg auch vorgestellt, haben wir uns kurz angeguckt. Nennt sich die Kräuterhexen, bringt ein paar zusätzliche Elemente ins Spiel. Zum einen Kräuterhexen, die man bestechen kann. Dann kann man Sachen irgendwie, ja, dann kann man halt so ein paar Sachen verbessern. Es gibt so Spezialfähigkeiten, die man einmal im ganzen Spiel nutzen kann. Richtig, also pro Hexe kannst du sie einmal benutzen. Es gibt drei verschiedene Hexen und da gibt es auch eine Variation. Also es sind nicht in jedem Spiel immer die gleichen Hexen, sondern je nachdem, was da gezogen wird. Wie schon im Grundspiel mit den Büchern, gibt es hier auch neue Bücher. Richtig. Es gibt eine neue Zutat, die sehr cool ist, die kopiert eine andere Zutat, wenn du willst und so. Und es gibt 6er Kürbischips. Es gibt 6er Kürbischips und es gibt einen 5. Spieler. Und es gibt einen Overflow. Also falls ihr vorher mal Quacksalber von Quedlinburg gespielt habt und bis zum Ende des Bottichs gekommen seid und dann hättet noch weitermachen können, aber da sind ja keine Punkte mehr und ihr euch geärgert habt, da gibt es jetzt auch noch etwas für, damit man diesen Overflow halt hat und darüber auch noch Punkte hat. Es wurde schon gespielt und als sehr gut empfunden. Ja. Genau. Ja. Also wie ihr wisst, so viele Erweiterungen gibt es bei uns nicht, aber Quacksalber wird bei uns viel gespielt. War ja auch das Kennerspiel letztes Jahr. Richtig. Das kann man mal machen. Richtig. Dadurch die Erweiterung. Ja, dann haben wir Forbidden Sky. Das ist aus der Forbidden-Serie. Von Matt Leacock. Der Witz ist, die anderen Teile sind halt nicht mehr, also im Deutschen heißen sie nicht Forbidden, sondern sie heißen Verboten und Versunken. Vergessen. Vergessen. Verbotene Insel, vergessene Stadt und jetzt Forbidden Sky. Und witzigerweise, die Englischen, die heißen Forbidden Island, Forbidden City und Forbidden Sky. Und hier im Deutschen hat man halt zwei Sachen übersetzt, eins nicht. Whatever. Ja. Das ist eine Neuheit vom letzten Jahr. Die also Kräuterhexen, 2018. Genau, die Kräuterhexen waren jetzt Nürnberg 2019. Ja. Forbidden Sky ist ein typischer Leacock, kooperativ, wer dran ist, hat eine bestimmte Aktionspunktezahl, kann sie nutzen. Am Ende eines Zuges spielt das Spiel gegen dich. In diesem Fall sehr schön, gibt es einen Wettermodus, der Blitz schlägt ein, wenn du in der Nähe von Leitung bist, verlierst du ein bisschen deines Lebens. Oder der Wind weht dich von den Plattformen runter und dein Seil reißt immer mehr. Zwei Möglichkeiten zu sterben. Was neu ist und was ich sehr gut finde, ist der Puzzlemechanismus. Also man deckt nach und nach mit Puzzleteilen den Spielplan überhaupt auf und versucht dann Bauteile auf den Spielplan zu kriegen, damit einen tatsächlichen Stromkreis zu schließen. Mhm. Es sind tatsächlich eine batteriebetriebene kleine Rakete dabei und man muss mit kleinen Metallstangen lauter Sachen verbinden, sodass am Ende der Stromkreis geschlossen ist und dann flüchtet man mit dieser Rakete von diesen Plattformen. Sehr schön, wir haben es Silvester gespielt, passend mit der Rakete und so. Ja, wir haben es gefeiert, es ist echt nett. Also es ist halt nicht super schwierig, so ein Familienspiel, aber ich finde es sehr clever. Also von den dreien ist das auf jeden Fall das Coolste, finde ich. Aber wer Verbotene Insel und oder Vergessene Stadt kennt, der wird hier sehr schnell reinkommen. Der wird super schnell reinkommen, ja. Dann haben wir hier Supernatural Socks. Ich feiere den Titel schon total. Ja, das war so ein Kickstarter, da konnte ich einfach nicht dran vorbei gucken. Es steht FSK 14 drauf. Es ist ein bisschen niedlich. Es geht um Socken. Ja, es geht um Socken. Man hat super niedliche Socken. Es gibt zum Beispiel Kindersocken, die sind sehr süß. Und es gibt aber auch Zehensocken und Enkelsocken. Und irgendwie hat es was damit zu tun, dass diese Socken in der Waschmaschine oder im Trockner ist oder eine Unterhose. So. Es gibt auch Unterhosen. Es gibt auch
kleine Gespenster, Caring Caitlin und Barking Barb. Das Spiel ist gerade erst angekommen. Ich habe es irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr gekickstartert. Es ist schon ewig her, weil ich es einfach so niedlich fand. Und ich weiß noch nicht viel von diesem Spiel, habe es auch noch nicht gespielt, weil wir es hier erst ein paar Tage stehen haben. Aber es sieht super entzückend aus. Und ich würde sagen, 2 bis 4 Spieler, genau. Vielleicht haben wir heute ein paar Todesmutige Testspieler. Am 14. Warum auch immer und 30 Minuten Spielzeit. Ja. Supernatural Socks. Ja, der nächste Haufen. Ja, der nächste Haufen. Das ist noch, doch, nee, das ist auch Mandu, genau. Also der nächste Haufen ist wie folgt. Ich war bei Mandu Games in Nürnberg. Das ist ein koreanischer Verlag. Und ich hatte schon in Essen versucht, eine von seinen Spielen mitzunehmen. Das war aber ausverkauft. Also Wang Do, das ist das hier unten, das unterste. Da war ich sehr heiß drauf. Ich hatte vor Essen schon viel von diesem Spiel gehört, dass es nicht nur hübsch ist, sondern dass es eben auch spielerisch wirklich ganz toll ist. Und in Essen war es ausverkauft. Dann habe ich ihn in Nürnberg angesprochen und habe gesagt, ich hätte dieses Spiel so gerne, ob wir uns irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einigen könnten und so weiter und so fort. Und er war super aufgeschlossen und hat uns am Ende von Nürnberg nicht nur das Wang Do mitgegeben, sondern auch noch ein paar andere Spiele. Ja. Wang Do haben wir schon gespielt. Das ist absolut großartig, es macht sehr viel Spaß, ist ein simpler Mechanismus, der aber durchaus auch seine Tiefe hat. Man kommt schnell rein, also die Regeln sind super schnell erklärt, aber das Spiel macht unheimlich viel Spaß. Ein tolles Material. Und, ja, ganz tolles Material, also das können wir sehr empfehlen und wir hoffen, dass Wang Do dann vielleicht auch einen europäischen Verlag bekommt, weil das wäre sonst echt schade. Also ich glaube, er ist da aufgeschlossen. Wenn ihr irgendwie was wisst oder hört oder so, dann sagt gerne mal Bescheid. Ich kann da vermitteln. Und dann hat er noch uns mitgegeben, er hat Manhattan neu aufgelegt. Das hatten wir schon in der alten Version, also in der Version von, wann ist es gewesen? 95 oder ja, so? Nee, 95 war Katan. Ja, Katan. Das müsste vorher gewesen sein, glaube ich. Also 93 auf jeden 92. Fall gibt es Manhattan, ist ja damals Spiel des Jahres geworden, beim Ersterscheinen 1994, guck mal hier. 94 bei Hans im Glück sogar erschienen damals und er hat jetzt hier die Neuauflagegenehmigung bekommen für den koreanischen Markt. Und ja, er hat uns das mitgegeben. Ich finde es ganz toll, dass er uns das auch noch mitgegeben hat. Es ist auf jeden Fall sehr viel schöner als die alte Version. Genau, es ist super hübsch. Man muss kein Koreanisch kennen können, um das Spiel zu spielen. Und ja, also aber es insofern, hilft. Nein, ja. Das ist völlig egal. Nee, es ist tatsächlich egal. Also insofern, Manhattan in der neuen hübschen Auflage haben wir auch mitbekommen. Dann haben wir noch mitbekommen, Seals, das haben wir auch schon gespielt. Das war ganz okay. Also das war durchaus interessanter und schwieriger, als es auf den ersten Blick schien. Ich glaube, dem Spiel müssen wir nochmal die ein oder andere Chance geben. Die erste Runde bei uns, die wir gespielt haben, war so ein bisschen glücksabhängig, glaube ich. Und es kann ganz anders laufen. Nach der ersten Runde waren wir so ein bisschen so, hey. Aber die zweite Runde war schon deutlich anders als die erste. Und ich glaube, man kann sich da schon auch also mit Strategie den anderen echt was vermiesen und gucken, dass die halt nicht zu früh punkten und so. Angegeben ist eine Spielzeit von 15 Minuten. Also ja, sind die Runden dann ja auch leicht aneinander, genau, zu hängen. Richtig. Ja, dann haben wir Papering mitbekommen. Das ist ein Zweispielerspiel und das ist mir aufgefallen, weil es durchsichtige Teile hat und durchsichtige Teile sind immer super spannend. Also man hat da diese Plättchen, die man vermutlich irgendwie übereinander legt, um zu punkten. Auch das haben wir uns leider noch nicht angeguckt. Ich habe mal angefangen. Und? Es ist ein reines Zweispielerspiel. Ja, ja, genau. Ein richtiges Duellspiel und das Spannende ist, dass ein Spieler die Teile bekommt, wo die nicht, also wo die durchsichtige Seite Kante an Kante liegt und bei dem anderen liegen die durchsichtigen Seite Ecke an Ecke. Okay. Und ich glaube, es gibt ein 3x3-Feld und da muss man dann bestimmte Aufgaben erfüllen, bestimmte Felder legen. Das klingt ja echt spannend. Ja, ne? Also auch super schönes Material übrigens. Mhm, richtig, also richtig toll. Qualitativ hochwertig. Ja, und dann hat er uns noch Spring Ready mitgegeben. Das ist wohl auch eine seiner Neuheiten und damit haben wir uns aber so noch gar nicht auseinandergesetzt. Aber auch da muss ich sagen, das Material sieht sehr schön aus, sieht aus wie ein Familienspiel, kannst du mal umdrehen. Und ja, ich denke mal, das ist ein relativ einfaches Familienspiel mit entweder
Also ich könnte mir vorstellen, dass ein bisschen Simultaneous Action Selection dabei ist, welches Auto wann gefahren wird. Aber ja, da wissen wir leider noch nichts Genaues drüber. Aber das hat er uns auch mitgegeben. Und 3 bis 5 Spieler ab 8 Jahre, 20 Minuten. Ja. Ja. Und ja, das war Mandu Games. Das war Mandu Games. Und Mandu Games, wie gesagt, ist durchaus auch beschlossen, einen europäischen Verlag zur Kooperation zu finden für dann entsprechende Lokalisierungen oder so. Und die haben immer wieder schöne Sachen. Also die sind mir vorher schon das ein oder andere Mal aufgefallen. Ja, das war's. Das war der übersichtliche 8. Teil von Was haben wir neu? Wir haben noch Sachen vom Antiquitätenhändler, aber das kriegen wir jetzt leider nicht mehr unter. Und das hätten wir sowieso auch nur vorgelesen über die Liste. Das sind aber auch alles Sachen, die echt sehr alt alte sind. Spiele. Ja. Viele Zwei-Personen-Klassiker-Sachen, viele abstrakte Sachen. Ja, genau. Lasst euch einfach überraschen. Richtig. Die haben wir auch hier. Also falls ihr wissen wollt, was unser Antiquitätenhändler-Loot ist, ich schreibe euch gerne sonst noch eine Liste. Ja. Oder ihr guckt einfach in unsere Liste rein, was wir an Spielen haben. Da sind die ja mit drin. Genau. Genau. Dann sind wir hier fertig. Wir sind fertig. Die Gäste dürfen Krach machen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.